neuen Folge von New Holland 2. Im letzten Part haben wir hier am Ende noch die Forschung der Magie gefunden, beziehungsweise dass die Magie Dämonen erschaffen haben. Schauen, ob wir den Magus hier unten noch finden. Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt. Gebt auf, Magus. Ihr seid erledigt. Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Ich dachte nur, Oberstalkin könnte meine Pläne vereiteln. Ihr habt mein Volk abgeschlachtet. Das werde ich euch nie verzeihen. Euer Volk? Oh, ihr meint diese Monster, die wir Dämonen nennen. Seid euch gewiss, wenn ich euch endlich ausgemerzt habe, werde ich diese uralte Maschine der Magie wieder in Gang setzen. Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen. Eine Armee, die meinen Befehlen gehorcht. Damit kommt ihr nicht davon. Das werden wir ja sehen. Moment, was? Was müssen wir machen? Okay, man kann die Alt-Tasten nutzen. Ja, ich kann jetzt halt fast nur nutzen. Okay, ein Rückenspiel. Allerdings eins von denen, die ich nicht ganz so toll finde. Wie gesagt, eins von denen, die ich nicht ganz so toll finde. Beziehungsweise die ich eigentlich so gut wie nie spiele, da ich es einfach nicht mag. Naja, versuchen wir es gleich nochmal. Ja, wir sind jetzt tatsächlich gefolgt. Weil bei den Rhythmusspielen vertue ich mich immer mit unten und oben. Wie gesagt, ich tue mich immer mit den Pfeiltasten. Nanu. Spiel. Ich glaube, ich muss das Spiel noch starten. Okay. Heißt, wir sehen uns gleich wieder bei der Szene. So, dann werden wir wieder beim Spiel. Time.
Dem ist es auch noch so, dass ich nicht wirklich weiß, wann ich drücken sollte. Okay. Okay, das geht ja gerade noch. Ein paar Mists können ja dabei sein. Vor allem komme ich relativ schnell aus dem Takt. Meine Armee, meine Dämonen. Ich habe mein Volk gerecht. Doch retten konnte ich es nicht. Minus. Lass gut sein. Ich habe euren Worte nachgedacht, Wildert. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe. Meine lieben Freunde. War alles in Ordnung bei ihm? Oder musste er die Tränen unterdrücken? Ja, es tut mir so leid, Saul. Hat das alles wirklich nicht verdient? Dann wiederum, wer hätte das schon? Ja, stimmt, wer hätte das schon verdient? Naja, holen wir uns mal den letzten Magieschlüssel, nachdem der Magus hier einfach sich aufgelöst hat. Das Fragment der Erde. So, heißt, wir können zurück zur Zukunft. Wie gesagt, es ist nicht ganz mein Stil von Rhythmusspiel. Ich meine, ich spiele schon privat einige Rhythmusspiele. Das mag ich ja alle. Das ist eins von wenigen, die ich nicht mag. Das ist genauso wie Guitar Hero oder so. Obwohl ich die auch nie gespielt habe. Dann ist es also, hier trennen sich unsere Wege. Oh, vielen Dank für eure Hilfe, Dalkan. Ohne euch hätten wir den Magus nie geschlagen. Valentina hat vollkommen recht. Verzeiht mir, dass ich an euch gezweifelt habe. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Oberst. Danke. Vergesst aber nicht den wahren Helden, Saul. Ohne seine taktische Genie hätten wir den Magus und seine Truppen nie geschlagen.
Ich könnte schwören, dass er rot wird. Ich werde jetzt meinen Bericht für den Kaiser schreiben. Hoffentlich werde ich dafür nicht hingerichtet. Hingerichtet? Ich habe doch nur Befehle befolgt. Haltet ihr mich für zu naiv? Irgendwann müsst ihr mir erzählen, wie ihr an dieses Kaiserliche mit gelangt seid. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich war mit den Risiken vertraut. Und ich bin froh, euch geholfen zu haben. Lebt wohl, Freunde. Er wusste die ganze Zeit über Bescheid. Und trotzdem, er ist ein echter Held. Hoffentlich geht alles gut für ihn aus. Einmal mehr haben wir die Geschichte verändert. Dieses Mal zum Besseren, hoffe ich zumindest. Eigentlich haben wir die Geschichte nicht wirklich verändert. Wir haben nur geholfen bei der Schlacht. Aber schlussendlich ist es genauso ausgegangen, wie es vorbestimmt wurde. Naja. Ich glaube allerdings nicht, dass Dalkin für seine Taten degradiert wurde. Naja, gehen wir mal hier durchs Portal. Und geben hier das letzte Teil. Glückwunsch. Ihr habt das Fragment der Erde. Vielleicht wird dieses überraschende Bündnis zwischen Mensch und Dämonen die Geschichte verändern. Es gilt zu viel Schmerz auszulöschen. Was bin ich selbst? Ein Ding, das einen Menschen an ein Ei? Ihr habt die 5 Fragmente des Magieschlüssels gefunden. Kommt zu mir zurück. Wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Ah, das haben wir ja vor. Ja, ich glaube, es ändert jetzt nichts, wenn wir in die Zukunft zurückgehen und Dalkin nochmal besuchen. Obwohl, dann wüssten wir wenigstens, wie es ausgegangen ist. Sollten wir in die Zukunft zurückgehen? Ja, können wir eigentlich noch schnell machen. So einen kleinen Abstecher. Obwohl, ich glaube, da wird sich nicht viel geändert haben. Moment, mal schauen. So, mal schauen, wie es jetzt Dalkin ergangen ist. Nach all der Zeit. Die Wachen hier sind immer noch in Aufregung, da die Waffe explodiert ist. Tja, er ist immer noch hier und hat eine Kiste. Kommt näher, ich sehe diese Teile nicht mehr so gut. Ja, ihr seid eine Gruppe Grünschnäbel, die ich vor vielen Monaten traf, zum Verwechseln ähnlich. Das Abenteuer, ich erlebt habe, die Erinnerungen, die ich gesammelt habe, damals hatte ich keine Gefahren. Nur gut, dass der Kaiser ahnte, dass der Magus ihn verraten würde. Anstatt mich hinzurichten, beförderte er mich zum General. Wohl eine der Überraschungen, die das Leben parat hält. Okay, haben wir Stern bekommen hier.
Also über der von Oberst zum General. Naja, wie gesagt, hat sich wohl doch alles zum Guten gewendet. Zumindest von seiner Geschichte. Naja, entfernen wir mal die Waffe. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wusstet, dass ihr die 5 Fragmente des Magieschlüssels finden würde. Ich wusste, dass ihr die 5 Fragmente des Magieschlüssels finden würdet. Ich habe es in meinem Traum gesehen. Danke, Karis. Keine Ahnung, was wir ohne euch gemacht hätten. Diese hässliche Waffe wird bald nichts weiter als eine üble Erinnerung sein. Ich kann es gar nicht abwarten, meinen Vater und mein Dorf wiederzusehen. Für mich wird das nicht viel ändern. Ich freue mich für euch, Freundin Fina. So, wollt ihr das wirklich tun? Wir wissen nicht, was passieren wird. Natürlich nicht, Velvet. Wir haben das doch schon besprochen. Wenn wir jetzt umkehren, haben wir das alles völlig umsonst gemacht. Tja, wenn es ohnehin zu spät ist, anders zu überlegen. Wie konstruieren wir den Schlüssel? Heißt jetzt, wir haben es geschafft oder kommt da noch was? Ich meine, das Land stellt sich wieder her. Es hat funktioniert. Die Waffe ist verschwunden. Danke. Bedankt euch nicht bei uns, Karis. Wir sollten euch danken. Danke euch. Sind meine Kräfte wieder da? Karis? Was macht ihr da? Ich wurde mit großartigen Kräften geboren. Leider beherrsche ich sie noch nicht. Deshalb wurde ich verfolgt und schließlich erfasst. Der Übeltäter, er wollte mich schwächen, um meine Kräfte zu stehlen. Professor Giro? Er ist es. Ihr wart es also, das Mädchen, das er gefangen genommen hat und das er zum Bauen der Waffe benutzt hat. Das war ich.
Und weil die Waffe jetzt aus der Zeitkontinuum verschwunden ist, sind eure Kräfte wieder da? Ja, ich glaube, so ist das. Eine Frage würde ich euch gern stellen, Karis. Wie konnte ihr Professor Giro entkommen? Ich kannte ihn nicht, hatte aber in meinem Zeitalter natürlich von ihm gehört. Niemand hat sein Labor jemals lebend wieder verlassen. Eines Tages, als ich sehr schwach war, ließ er von der Kontrolle ab. Der Augenblick war flüchtig, doch ich nahm meine letzte Kraft zusammen und öffnete ein Portal. Ein Zeitportal und schickte ihn direkt hinein. Ich entkam aus dem Labor, doch das Kaiserreich verfolgte mich weiter. Doch dann kamen mir Sol und Fina zur Hilfe. So ein Zufall. Ihr scheint auf irgendeine Weise mit Sol verbunden zu sein. Genau das habe ich mir auch überlegt. Der Hüter. Ich habe ihn gefunden. Den Hüter? Ja. Ich muss los. Wenn ich mehr Zeit hätte, hättet ihr mit mir kommen können. Gemeinsam hätten wir die Zeit selbst zerstören können. Die Zeit zerstören? Was sagt ihr denn da, Karis? Tut mir leid, ich war dazu bestimmt, ich muss gehen. Ich muss den Hüter aufwecken und vernichten. Lebt wohl. Sie ist von uns gegangen. Ich frage mich, was oder wer dieser Hüter sein könnte. Tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, Velvet. Als sie die Zerstörung der Zeit erwähnte, war das vielleicht nur ein Scherz. Schwer zu glauben, dass sie einen Witz gemacht hat, Menos. Sie sah aus, als hätte sie es todernst gemeint. Also wirklich, wer würde über so etwas Witze machen? Egal wohin sie gegangen ist, wir müssen sie erwischen. Die Erweckung eines Hüters hat mich neugierig gemacht. Sehen wir uns an, was das alles zu bedeuten hat. Wie dumm von mir zu glauben, dass wir die ganze Abenteuer hinter uns haben. Okay. Naja, da war ja das alte Labor, das wir scheinbar zerstört haben. Naja, mal schauen. Ein Hüter erwecken. Sol! Was zum Henker war das für ein Lärm? Ehrlich gesagt, möchte ich es lieber nicht wissen. Schaut euch das an! Sind das die Ruinen im Wasser? Okay, das sind natürlich die Ruinen im Wasser. Das ist der Hüter. Ja. Was ist denn das da? Ich wäre zu behaupten, dass das der berüchtigte Hüter ist. Okay, jetzt muss ich wirklich nicht mehr wissen. Glaubt ihr, Karis kann dieses gigantische Unhold
ins Jenseits befördern. Der ist wirklich riesig, aber wir müssen Carrison der Zerstörung der Zeit verhindern. Wenn das nur geht, indem wir es mit diesen Hüter aufnehmen, bringen wir es hinter uns. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der hingeflogen? Ah, da ist er hingeflogen. Und der ist wirklich nicht klein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht den Part teilen sollte. Vielleicht werde ich den Part einfach hier teilen und trotzdem den Kampf jetzt noch anfangen.